Hallo und herzlich willkommen heute hier aus Salzburg und herzlichen Dank an den Sponsor Arte Hotel Salzburg, der diese Folge hier ermöglicht. Ja, ich bin gerade hier in Salzburg Hauptbahnhof angekommen und du kennst mit ziemlicher Sicherheit das Mozart-Denkmal. Du kennst die Festung Hohen Salzburg und du kennst wahrscheinlich auch die Getreidegasse. Aber auch rund um den Hauptbahnhof gibt es hier einiges zu entdecken. Und nachdem ich nur wenige Gehminuten von hier entfernt wohne, dachte ich, ich zeige dir einmal die spannenden Plätze hier um den Salzburger Hauptbahnhof. Hier direkt vor dem Salzburger Hauptbahnhof ist einiges los. Mitte September findet hier nämlich immer das Take the A-Train Music Festival statt. Und hier sind dann Bühnen rund um den Hauptbahnhof aufgestellt. Aber auch unter dem Jahr findet ungefähr einmal in der Woche ein Event statt im Rahmen der Kulturschiene. Das Take the A-Train Festival findet an unterschiedlichen Orten hier rund um den Salzburger Hauptbahnhof statt. Unter anderem gibt es auch ein Konzert am zweithöchsten Gebäude Salzburgs in der Who Goes Bar im Arte Hotel. Und da schaue ich gleich einmal hin, das ist nämlich der perfekte Platz für einen Sundowner. Und hier in der Who Goes Bar hast du einen traumhaften Blick vom 14. Stock, einerseits über die Vorstadt, andererseits aber auch Richtung Altstadt, Richtung Dom und bis hin zum Mönchsberg und über den Kapuzinerberg. Und die Who Goes Bar, die befindet sich im 14. Stock. Hier gibt es deshalb auch 14 Hugos zur Auswahl. Ich werde den Hugo Nummer 3 nehmen, den Salzburger. Und die Who Goes Bar hat übrigens ihren Namen von Hugo von Hoffmannsthal. Er ist Mitbegründer der Salzburger Festspiele. Prost! Einmal im Quartal treten hier auch junge Künstler auf unter dem Namen Artist Place. Wann diese Termine sind, das erfährst du auf der Art Hotel Website. So, ich bin jetzt hier vor der Musik einmal weg und ich schaue hier rauf und das Dach in den 16. Stock, denn hier gibt es nämlich noch eine Dachterrasse, die immer wieder einmal offen hat und hier hat man einen traumhaften glasfreien Blick über Salzburg. Das ist ein Spitzenblick da. Du sag einmal, gibt es diesen Blick eigentlich auch von den Zimmern? Ja, haben wir. Magst du ihn vielleicht anschauen? Ja, natürlich. Super, dann gehen wir. Ja, passt. Ich zeig das. Ist das ein schöner Sonnenuntergang hier? Ja, der ist wirklich super, aber noch himmlischer ist eigentlich der Sonnenaufgang. Wirklich? Den solltest du mal da genießen in der Früh, ja, und auch filmen. Mhm. Ja. Ja, ich glaube, eure Gäste sind da echt happy, wenn die da aufwachen. Stimmt, genau, über den Blick. Ja. Mhm. Magst du auch mal happy sein? Ja, aber ich wohne ja gleich da ums Eck, also. Ist ja egal, man kann ja trotzdem genießen und ich würde dich gerne einladen, die Nacht hier zu verbringen. Ja, bei einem Sonnenaufgang Salzburg zu genießen. Was meinst du? Fein. Super, dann machen wir das so. Und weißt du, wo ich den Abend verbringe? Nein. In der Trainspotting Lounge. Ah, sehr gut. Ja. Sehr gut.
Schönen guten Morgen. Ich konnte mich gestern wirklich fast nicht mehr losreißen von der Trainspotting Lounge und auch hier von meinem Platz im 13. Stock. Also die Straßen hier rundum kenne ich ja eigentlich sehr gut, aber wenn man vom 13. Stock auf diese Stadt schaut, dann ist das noch einmal eine ganz andere, ganz besondere Perspektive. Ich mag hier die Gegend rund um den Hauptbahnhof. Es ist eher die urbanere Gegend hier in Salzburg. Es gibt hier gute Verkehrsverbindungen, man findet hier Cafés, Einkaufsmöglichkeiten und in wenigen Minuten ist man von hier zu Fuß in der Altstadt. Auch wenn wir uns im dicht verbauten Gebiet befinden, sind die ruhigen Ecken Salzburgs nicht weit. Der Fluss Salzach durchzieht zum Beispiel die Stadt und dort schauen wir gleich als erstes hin. Hier an der Lehner Brücke gelangst du an den Salzachquai und der Salzachquai ist ein beliebter Treffpunkt der Salzburger. Vor allem im Sommer kann man hier flanieren, hier ist es meistens ein paar Grad kühler, man kann aber auch in der Sonne liegen und es sich gut gehen lassen. Und von der Lehner Brücke kannst du einerseits Richtung Altstadt hier entlang gehen oder zum Beispiel auch mit dem Fahrrad Richtung Norden fahren. In circa 5 bis 10 Minuten bist du dann aus der Stadt draußen. Wenn du hier entlang des Quais unterwegs bist, dann mach unbedingt auch hier einen Stopp am Müllnersteg, denn von hier hast du den perfekten Blick auf Salzburg. Und noch besser ist es, wenn du nicht am Vormittag, sondern am Abend kommst, denn dann kommt nämlich das Sonnenlicht von der anderen Seite und dann ist das hier garantiert der perfekte Selfie-Point. Wenn du den Müllnersteg überquerst, dann gelangst du in den Kurgarten und weiter in den berühmten Mirabellgarten. Der Mirabellgarten ist einer der Sightseeing-Klassiker hier in Salzburg und der Mirabellgarten, der hat allerdings auch ein paar versteckte Plätze. Es gibt hier Irrgärten und zu einem etwas skurrilen Platz kommst du, wenn du zwischen den beiden Löwen, wo der eine ein bisschen beleidigt schaut, die Treppe raufgehst. Die einen lieben sie, die anderen finden sie nicht so schön. Die Rede ist von Gartenzwergen und insbesondere von Zwergen. Hier in Salzburg im Mirabellgarten, da befindet sich der älteste Zwergelgarten Europas. Und 1811 wurden hier diese Figuren versteigert. Allerdings hat man dann im 20. Jahrhundert doch wieder gesehen, dass man sie doch wieder gern haben möchte und da hat man dann fast alle 28 Figuren aus Untersberger Marmor wieder hierher zurückgeholt. Ein weiterer eher versteckter Platz hier im Mirabellgarten ist die Orangerie und sie wurde früher zur Zucht von Südfrüchten und klarerweise Orangen und auch für die Zucht von tropischen Hölzern genützt. Und wenn du an einem Donnerstag in Salzburg bist, dann solltest du unbedingt von hier vom Mirabellgarten rüber zum Mirabellplatz schauen. Denn dort findet nämlich jeden Donnerstag der Schrannenmarkt statt und er ist einer der beliebtesten und auch größten Wochenmärkte Österreichs. Dort findest du Fisch, Fleisch, Speck, Brot und vieles mehr. Die Schranne ist ein ziemliches Schlaraffenland. Man kriegt hier so alles, was das kulinarische Herz begehrt. Hier kann man auch wunderbar Mittag essen. Was isst man denn heute? Ein Leberkässemmerl? Oder vielleicht eine Fischsuppe? Oder schauen wir zum Klassiker, zum Backhändelstand? Grüß dich. Hallo, grüß dich. Ich hätte gerne einen Haxl und einen Kartoffelsalat. Ja. Danke.
Oder ich war 10 Minuten. So, das funktioniert jetzt ganz einfach. Man nimmt das Haxel einfach so mit, den Kartoffelsalat. Dann geht man zu einem Tisch, wo auch andere sind, und dort kann man dann gemeinsam essen. Und meine persönliche sündige Meile, was die Kalorien betrifft, ist hier in der Franz-Josef-Straße. Hier gibt's die Konditorei Fingerlos. Das Café Wermbacher ist hier. Und da vorne, da ist die Gelateria Tiziana. Und ich bin der Meinung, dort gibt's das beste Eis Salzburgs. Im Sommer gibt's hier rund 25 Sorten frisch gemachtes Eis. Im Herbst und im Winter wird's dann ein bisschen weniger. Und normalerweise nehme ich eine Tüte mit einem Eis mit, aber heute werde ich mal einen Becher essen. In der Tiziana kann man in der Franz-Josef-Straße gut Eis essen. Hier gibt es zum Beispiel auch das Teuhaus-Theater und man kann sich's auch gemütlich machen am Abend. In der Academy Bar, gleich hier gegenüber auf der anderen Straßenseite, täglich ab 16 Uhr geöffnet. Eine schöne Abendbar und hier mischt sich einfach alles von Studenten über sehr viele Künstler aus der Medienlandschaft, die einfach Menschen gemütlich Bier oder was anderes trinken. Ja, super. Dann hätten wir das Abendprogramm auch schon. Und es ist wieder Zeit für den Sundowner. Und ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wo man den kriegt, oder? Ja, genau. Den Sundowner, den gibt es im 14. Stock im Arte Hotel in der Who Goes Bar. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Gefällt mir da, abonniere den Kanal, damit du keine Folge mit Zugreisen und Abenteuer verpasst. Und wenn du Fragen hast, dann schreib doch einfach einen Kommentar. Tschüss, Servus und Baba aus Salzburg.